Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall IG Vault ab und benutzt den 8% Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 World Cup Footdraft. Der neue Modus ist da und ihr habt ihn ja schon im ersten Video richtig gefeiert. Und da dachte ich mir, heute werden wir mal wieder versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen, das Bestmöglichste World Cup Footdraft zu bauen. Es gibt da wirklich sehr, sehr viele Icons hier, auch neue Icons mit Miro Klose und so weiter. Deshalb denke ich, könnten wir jetzt hier gleich ein richtig freshes Draft hinkriegen. Vielleicht schaffen wir sogar ein 190 Rated Draft. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich glaube, das ist somit das rekordlastigste. Ich glaube, ich weiß nicht, was kann man da am besten rausballern? Ich schätze schon so 190, 191. Mehr geht da fast gar nicht. Deswegen smasht auf jeden Fall gerne den Like-Button. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr eine XXL-Episode sehen möchtet. Und die wird auf jeden Fall kommen, die Tage. Also bleibt hier gerne aktiv. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und dann werden wir auch ein XXL-Footdraft, wie versprochen, mit Rewards im World Cup Modus rausballern. Das heißt easy und steht schon safe fest. Deswegen checkt auf oder bleibt auf jeden Fall einfach aktiv. Lasst gerne ein Like da für das bestbewertetste World Cup Footdraft. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt hier gleich richtig geile Spieler. Ihr könnt ja auch mal rausballern, wie viele Icons hattet ihr bisher im Footdraft. Wir hatten ja schon 3 Stück. Vielleicht können wir das Ganze ja jetzt sogar noch übertrumpfen. Wir werden es sehen. Mal gucken. Jetzt erstmal natürlich 15.000 Coins ausgeben. Wer hier in unserem World Cup Footdraft, Best Footdraft natürlich hier kommen wird. Da brauchen wir auch eine sehr, sehr gute Formation. Und ich denke, mit die beste hier wäre die normale 4-3-3. Die kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen besser linken als die 4-3-2-1 Formation. Deswegen würde ich mich jetzt hier einfach mal für die 4-3-3 entscheiden. Und ich denke, das wird hier heute unsere goldene Formation sein. Mit richtig geilen Spielern. Vielleicht auch ein geiler Kapitän jetzt hier zum Start oder an den Start zu gehen. Wäre nice. Los geht's. Let's go. Wer wird unser Kapitän für heute sein? Es wird Meunier, Dries Mertens, Giuliano Tova und Dembélé. Also noch nicht wirklich die high-ratedsten Cards. Da könnte ich eigentlich jetzt hier mal auf Giuliano 83 im Mittelfeld gehen, weil er halt 83 rated ist. Im Sturm habe ich irgendwie so das Gefühl, dass wir vielleicht sogar noch eine bessere Karte als Mertens bekommen. Deshalb würde ich einfach mal Giuliano als Captain jetzt hier nehmen. Und ich denke, da wird noch der eine oder andere Big Brocken hier erscheinen. Hoffen wir es einfach mal. Im zweiten Zentralmittelfeld. Jawohl! Da geht es gleich gut los mit der Icon von Lothar Matthäus. 93er Icon. Oh shit, der hat uns ja zum WM-Titel geführt. Und Lothar muss natürlich rein. Goretzka habt ihr auch eben gesehen, hat da auch eine richtig stabile Karte. Aber wenn wir hier die Icon von Matthäus bekommen, dann nehmen wir den doch. Und da haben wir schon mal ein sehr geiles Mittelfeld mit Giuliano und Matthäus. Und jetzt als nächsten Spieler auch noch den Toni Kroos. Und guckt euch mal seinen Pace an. Das ist sogar jetzt nach oben gegangen, Alter. Der hat jetzt 61 Tempo. 61 Tempo hier, der Toni. Thiago hätten wir auch noch. Pastore, Pizzi. Und ist Sigurdsson mit 85 auch gar nicht so schlecht. Aber wir nehmen natürlich Toni Kroos mit, der gar nicht mehr so eine schlechte Karte jetzt hat. Dadurch, dass sein Pace auf jeden Fall ein bisschen nach oben gepusht wurde. Das ist schon mal gut. Matthäus und Kroos machen wir erstmal die Viererkette. Denn ich denke, der Sturm wird nochmal ein bisschen interessanter sein. Linksverteidigung, da kriegen wir den mächtigen Marcelo mit der mächtigsten Friese. Kann man mal so nehmen. Alexandro haben wir auch noch. Jordi Alba, Felipe Luis, Monreal. Ihr wisst es ja alle. Der Manager wird am Ende uns eh regeln. Wenn wir jetzt hier so switchen, dann haben wir hier schon mal den brasilianischen Link. Giuliano, Marcelo. Sehr geile Verteidigung und natürlich auch sehr geile Mittelfeldspieler hier. Und jetzt brauchen wir zum Beispiel auch rechts gleich Joshua Kimmich. Aber wir machen zuerst die Verteidigung. Die Innenverteidigung. Und da kommt die nächste Icon. Carles Puyol. Und auch Süle würde hier passen, um Titi mit 85 ein dickes Upgrade. Glick auch nicht schlecht, aber Puyol ist unsere zweite Icon und das sieht schon mal nice aus. Also das könnte hier ein richtig dickes Footdraft geben. Vielleicht der zweite nächste Icon, Laurent Blanc. Laurent Blanc könnte jetzt hier auch noch kommen, das wäre natürlich mächtig. Aber jetzt kriegen wir hier erstmal eine etwas schwächere Karte. Moreno, den könnten, ja gut,
Mexiko kann man nicht so gut kombinieren, deswegen würde ich jetzt hier Maguire erstmal nehmen, England. Und als Rechtsverteidiger vielleicht doch den Joshua sehen. Kimmich als Rechtsverteidiger erstmal nicht. Da kriegen wir nur Silbervarianten. Bustos, den können wir doch trotzdem nehmen. Okay, Rechtsverteidiger, da sind wir jetzt hier ausbaufähig. Da sind wir sehr, sehr ausbaufähig. Im Kasten kommt aber dafür der 91er Manuel Neuer. Bester Keeper mit De Gea. Ja, erste Sahne hier. Also Verteidigung sehr stark, bis auf zwei, die wir, denke ich, gleich easy noch verbessern können. Mittelfeld schon sehr stark. Und jetzt kommen wir zu den Flügelspielern bzw. zum Sturm. Links Neymar würde schon passen. Und da kommt auch Neymar Junior, 93 rated, der drittbeste Spieler hier im Game, im World Cup Modus. Sauber, also besser geht's fast gar nicht. Besser geht's jetzt fast gar nicht im Sturm Ronaldo und rechts Messi. Aber wir machen erstmal den rechten Flügel. Den rechten Flügel machen wir zuerst und dann gehen wir auf den Stürmer. Und rechts haben wir erstmal William, 85er. Ja, passt doch auch ganz gut. Passt doch auch ganz gut und jetzt im Sturm. Come on, bitte eine High-Rated Card. Das wäre schmackhaft. Aber da kriegen wir leider keine High-Rated Card. Guidetti hier. Asmoon ist zwar ein bisschen High-Rateder. Wir nehmen aber trotzdem Guidetti wegen Europa. Okay, 88er Gesamtwertung, kein Messi, kein Ronaldo, dafür aber schon Neymar. Vielleicht kommen ja noch die Messis und die Ronaldos. Das werden wir sehen. Trippier, Rechtsverteidiger, ne, brauchen wir. Eriksen brauchen wir erstmal nicht, deswegen, wir brauchen Rechtsverteidiger. Wir müssen erstmal hier natürlich auf Chemie kommen. Deshalb habe ich mich jetzt hier für Trippier entschieden. Klar, Eriksen wäre auch eine Macht gewesen. Aber Isco ist, denke ich, auch nicht so verkehrt. Kondogbia haben wir hier, Costa. Nehmen wir mal Isco mit, hauen den hier rein und da haben wir sogar schon 95 Chemie. 95 Chemie, ja, mit sehr, sehr geilen Karten. Aber es ist noch ausbaufähig, es ist noch ausbaufähig. Und jetzt kriegen wir die nächste Icon, Nakata. Nakata ist auch da. Könnte man ins Mittelfeld packen, ne, theoretisch. Praktisch, ja, Silva eigentlich auch als rechter Flügel. Na komm, Jungs, na komm, wir sind jetzt mal nicht so. Wenn wir hier die Icon bekommen, dann nehmen wir sie auch. Auch wenn wir jetzt hier erstmal auf 90 Chemie fallen. Giuliano können wir zur Not wieder reinpacken. Icon muss sein und Matsumitz muss jetzt auch sein. Was ist das für eine mächtige Verteidigung? 90 rated noch nicht. Aber ich denke, wenn wir Giuliano hier, also auf volle Chemie sollten wir kommen. Wenn wir Giuliano dann wieder reinpacken, vielleicht kriegen wir auch noch Paulinho oder so. Der hat ja jetzt auch ein dickes Upgrade bekommen, dann sieht das sehr gut aus. Fernandes und Cher. Gehen wir auf Cher. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch High-Rated Cards. High-Rated Cards am Ende. Das würde uns gut tun. Mvogo Dira. Mvogo. Okay, so. Okay. Wir brauchen noch geile Karten. Und jetzt haben wir den 92er Lineker. Und das ist die neue Icon. Boah, mächtig. Aber Antoine Griezmann sieht auch mächtig aus. Aber was noch mächtiger ist, ist natürlich die 92er Lineker-Karte. 4 Icons jetzt. Und das war noch nicht alles. Wir sind jetzt hier sogar ja, auf 94 Chemie. Brauchen nur noch die Feinheiten. Nur noch einen Rechtsverteidiger und einen rechten Flügel zum Beispiel. Ob uns das jetzt hier noch gelingen wird, ist die Frage. Wir kriegen die nächste Icon. Was ist das denn? Icon-Rekord. JJ Okocha. Der kann jetzt erstmal für Nakata rein. Weil Großheit 90 rated ist, müssen wir den spielen lassen. Fucking 5 Icons hier. Das ist der neue Rekord und es ist noch nicht vorbei. Und es kommt Ronaldinho. Laber nicht hier. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Icon-Draft? Ronaldinho. Jungs. Nakata haben wir hier. Ronaldinho, 2, 3, 4, 5, 6 Icons. 6 fucking Icons. Ja, den können wir jetzt mal so machen und dann so. Und dann haben wir 98 Chemie schon hier mit den Icons. Ronaldinho auf der linken Seite, Okocha und Nakata auf der Auswechselbank. Die müssen wir dann eigentlich noch irgendwie gleich reinbringen, aber das ist zu krass. Das ist gerade zu krass. Klein haben wir hier auch noch. Ja, den können wir mal hier reinstellen. Ist eigentlich, am Ende ist es sowieso egal. Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch eine. Vielleicht gönnen die jetzt hier komplett. Nein, okay. Hier haben wir Godin.
Oder wir nehmen Kyle Walker mit. Das ist, glaube ich, jetzt am Ende egal. Am Ende brauchen wir eine High-Rated-Karte und deswegen entscheiden wir uns für Godin. Am Ende brauchen wir sie. Und im Tor vielleicht sogar noch eine Icon. Das wäre es jetzt. Okay. Keylor Navas haben wir hier. Leno auch noch. Und Alisson. Digga, Jungs. Was ist das denn für ein Footcraft? Das ist das Krasseste überhaupt. Das ist das Krasseste überhaupt. Wenn wir jetzt hier Mvogo wechseln mit Giuliano. 90 haben wir noch nicht. Aber William sollte es vielleicht sogar schaffen, uns auf eine 190er zu bringen. Nein. Was? Alter, wir haben doch so heftige Spieler. Das muss doch eigentlich sein. Aber guckt euch mal das an. Wenn wir jetzt hier zack machen, Nakata noch hier rein. Jungs, 99 Chemie. Was ist das denn für ein Icon-Draft hier? Ey, das ist Zucker. Das ist Zucker. Wenn das kein Life verdient hat, dann weiß ich auch nicht hier. Neuer, Puyol, Hummels, Klein, Marcelo, Ronaldinho. Dann haben wir hier noch Matthäus, Jungs, Lineker. Und eine 189er Gesamtwertung. Ohne Messi, ohne Ronaldo, aber dafür einfach die unglaublichsten Spieler. Und ja, mit dem Manager kommen wir easy auf volle Chemie. Können wir sogar hier den französischen Manager Didier Deschamps nehmen. Und das ist mal ein heftiges Footdraft geworden. Das Beste bisher, mein Rekord. 189er mit Matthäus Puyol. Und 6 Icons waren es, glaube ich. 6 Stück. Hattet ihr schon mehr? Dann schreibt es in die Kommentare. Ein mächtiges Footdraft. Ich hoffe, euch hat das gefallen hier in dem World Cup Modus. Und beim nächsten Mal machen wir dann natürlich einen XXL Draft, wie ich es euch versprochen habe. Ja, checkt auf jeden Fall gerne noch mein Twitter aus fürs 100 Euro Gewinnspiel. Auf Twitter könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und dann macht's jetzt gut. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Mächtiges Footdraft. Und bis zum nächsten Mal.